Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro, The Elder Scrolls 4 Oblivion, das 250er Folgen-Special. Läuft ja immer noch. Der eine Teil war ja ein Messer im Dunkeln. Dass wir der dunklen Bruderschaft beitreten, zum Mörder werden, zum Assassinen. Da machen wir heute weiter. Allerdings beginnt ab heute der zweite Teil. Ewige Dunkelheit. Denn ab heute werden wir unser Leben in diesem Let's Retro komplett ändern. Was nicht so ganz stimmt. Denn technisch gesehen werden wir es sogar beenden. Und das restliche Let's Retro im Tode verbringen. Genauer gesagt, untot. Denn wir werden uns jetzt tatsächlich in einen Vampiren verwandeln lassen. Wo ist er? Wenn man sich episch in ein Vampir verwandeln lassen, dann ist der Typ weg. Wo ist der? Ist der bei den Schlafgemächern? Aber er hat doch seine eigene Gruft. Da ist er tatsächlich. Schönen Tag. Hallo. Das dunkle Geschenk. Ah, ihr habt also Interesse. Soll ich die schreckliche Macht meines dunklen Geschenks weitergeben? Möchtet ihr ein Vampir werden? Ja, verwandelt mich in einen Vampir. Ah, ausgezeichnet. Ihr müsst Folgendes tun. Legt euch einfach in der Zuflucht schlafen, egal zu welcher Zeit. Und ich werde euch im Schlaf aufsuchen. Ich werde euch in die dunkle Umarmung des Vampirismus aufnehmen. Ihr werdet zu keinem Zeitpunkt merken, dass ich da war. Doch wenn ihr erwacht, werden wir vom gleichen Blute sein. Sobald die Saat des Vampirismus in euch schlummert, müsst ihr 3 Tage warten und euch dann erneut zur Ruhe niederlegen. Erst dann wird das dunkle Geschenk voll in euch aufkeimen. Schlaft jetzt und wacht erneuert. Okay. Schlaft, lieber Freund, schlaft. Und erwacht in ein neues Leben. Eigentlich in den Tod, naja. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Ja, so Antoinette mach ich's. Ach, da schlafen wir doch da drin. Eine Stunde sollte reichen, er steht eh gerade daneben. Porphyrische Hämophilie zur Zauberspruchliste des Spieles hinzugefügt. Als ich erwachte, entdeckte ich 2 kleine... Oder das lese ich gleich, denn wir haben ja davor auch noch einen Eintrag bekommen. So. Ich habe Vicente Valtieris Angebot angenommen, mich in einen Vampir zu verwandeln. Wenn ich das nächste Mal in der Zuflucht schlafe, wird Valtieri mich aufsuchen und mir sein dunkles Geschenk überreichen. Als ich erwachte, entdeckte ich 2 kleine blutende Stichwunden an meinem Hals. Es scheint, dass Vicente Valtieri mich in der Tat letzte Nacht aufgesucht hat und mir das dunkle Geschenk gab. Wenn Valtieris Worte wahr sind, wird sich mein Vampirismus in 3 Tagen manifestieren, nachdem ich noch einmal geschlafen habe. 3 Tage. Na gut, dann machen wir doch so lange einfach weiter mit unseren Quests. Uchiwa, wo bist du? Wir wollen wieder töten. Ich habe noch einen Auftrag, wenn ihr bereit seid. Einer, bei dem ihr unbedingt unerkannt bleiben müsst. Okay. Auftrag. Tief im Westen lebt ein grausamer Bandit mit seiner ihm treu ergebenen Söldnertruppe. Diesen Banditen sollt ihr töten. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Ja, natürlich, nehme ich an. Hervorragend. Hört nun gut zu. Versteckt in den Bergen im Westen liegt Festung Sutsch. Dort leben der Bandit Roderick und seine Söldnerkumpane. Vor kurzem nun ist Roderick schwer erkrankt. Seitdem liegt er bewusstlos danieder. Und nur die tägliche Dosis einer starken Medizin hält ihn am Leben. Ihr müsst in die Festung Sutsch eindringen. Rodericks Medizin finden und sie durch eine Giftflasche ersetzen, die ich euch gebe. Dabei darf euch jedoch niemand sehen.
Der Auftraggeber will, dass es so aussieht, als wäre Roderick an seiner Krankheit gestorben. Also, größte Diskretion. Kämpft mit keinem, zeigt euch keinem. Sieht man euch, wird Roderick das Gift nicht erhalten und muss auf andere Weise getötet werden. In diesem Fall hättet ihr natürlich euren Bonus verspielt. Okay. Roderick mag dem Tode nahe sein, aber noch lebt er. Solange er atmet, sind unser Klient und Sittis nicht zufriedengestellt. Ja. Auftrag. Niemand weiß, an welcher Krankheit Roderick genau leidet. Aber keine Sorge, es ist sicher nichts Ansteckendes. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Ja. So, dann sehen wir mal weiter, was die anderen so dazu sagen. Vielleicht in den Wohngemächern. Bruder, können wir kurz miteinander sprechen? Aber gewiss, was bereitet euch Sorgen? Ist wahr, was ich über euren letzten Auftrag gehört habe? Ihr wart gezwungen, alles und jeden auszulöschen? Selbst die Unwichtigen? Oh, ihr meint wohl den weißen Kinderauftrag. Nun, es ist wahr, die Kinder haben in der Tat versucht, sich zu wehren. Die armen Lieblinge. Tja, also, wenn es etwas gibt, was ihr wirklich beherrscht, dann ist es, einer hoffnungslosen Situation zu entkommen. Nun, ich sollte zurück an die Arbeit, dann bis demnächst. Wandelt in der Dunkelheit, Kind der Mutter der Nacht. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Okay, Auftrag. Festung Sutsch? Diese Festung kenne ich. Sie ist tief in den Bergen versteckt. Sie ist gut zu verteidigen, aber es gibt einen Schwachpunkt. Nicht weit von der Festung Sutsch steht die Ruine eines alten Turms. Dieser Turm gehörte einst zur Abtei der Festung Sutsch. Über der Erde sind die beiden Ruinen getrennt. Doch im Untergrund verbinden sie ein paar Tunnel, die nun überflutet sind. Sie sind nass und finster, aber sicher unbewacht. Danke. Wandel. Ich weiß, was ihr denkt. Gogron ist zu groß, um zu schleichen. Tja, da habt ihr recht. Ich marschiere einfach los und haue meine Gegner in Stücke. Ha! Wie sieht's mit dem Auftrag aus? Was soll das heißen? Niemand kann euch sehen. Wo bleibt da der Spaß? Pfeift auf den Bonus, sag ich. Geht einfach rein und stecht ihn ab. Nein. Schlechter Rat. Gute Jagd, mein Bruder. Schlechter Rat kommt teuer. So, mal sehen, wen wir hier noch haben. Einen wunderschönen guten Tag. Söldnerbanden sind ihrem jeweiligen Anführer stets bedingungslos ergeben. Rodericks Leute werden sicher bis zum Tod kämpfen. Seid vorsichtig. Der heilige Fluch des Vampirismus strömt nun durch eure Adern. Habt Geduld, wartet die ganzen 3 Tage ab und dann schlaft. Eure Träume werden euch den Weg weisen. Okay. Ihr schon wieder! Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich brauche keinen Freund. Wenn ihr hier seid, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen, dann los. Bei Sittis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Ich glaube eher nicht. Die Pantoffeln, glaube ich, können weg. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube doch, ich verkaufe sie einfach. Das ist mehr als... Packt euren Kram und geht! So. Ja, liebster Bruder, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, eventuell. Oh, das Vergiften ist eine köstliche Schandtat. Ich vergiftete einst den Eintopf meiner Tante. Sie fiel kopfüber in die Suppenschüssel. Die arme Tante.
Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, na, ihr wisst schon. So, die Elfe ist schon wieder nicht da, wahrscheinlich weil es Nacht ist. Egal. Vergiften wir einen Söldner. Einen Banditen. So, ach mal, wir könnten die Quest auch noch eben lesen. Ich muss mich in Fort Sutsch einschleichen, die Arznei des kranken Kriegsfürsten Roderick finden und sie mit der Giftflasche ersetzen, die Ucheva mir gab. Wenn mich einer der Söldner entdeckt oder wenn Roderick auf andere Weise getötet wird, verfällt mein Bonus. Ich muss mich in Fort Sutsch einschleichen, die Arznei des kranken Kriegsfürsten Roderick finden und sie mit der Giftflasche ersetzen, die Ucheva mir gab. Wenn mich einer der Söldner entdeckt oder wenn Roderick auf andere Weise getötet wird, verfällt mein Bonus. Glücklicherweise habe ich von einer Alternativroute ins Fort erfahren, die unbewacht sein soll. Nicht weit von den Ruinen von Fort Sutsch liegen die Ruinen der Abtei von Fort Sutsch. Wenn ich dort hineingehe, kann ich durch ein paar geflutete Tunnel nach Fort Sutsch kommen. Dort liegt... da waren wir leider noch nicht. Oder auch Gott sei Dank, sonst wären die ja alle schon tot. dann reisen wir von hier aus. Das wird ein bisschen dauern, bis wir dort sind. Hallo? Mike, der Lügner. Moment mal, Mike, der Lügner? Den kennen wir aus Morrowind. Dem will ich folgen. Wieso ist der schon so schnell? Den verlieren wir noch aus den Augen. Ich sehe ihn echt nicht mehr. Da vorne läuft er noch. Jetzt ist er weg. Der ist so schnell. Zaster her! Oder setzt was! Okay, jetzt habe ich ihn sowieso verloren. Nein, nimm das von mir, was du kannst. Wer hier zieht dies sogar vor? Au, der letzte Schuss war tödlich. So, nehmen wir einfach mal alles mit. Können wir ja auch alles tragen. Reparieren wir eben auch noch schnell alles. So, aber mich würde auch interessieren, hier Ausdauer entziehen ist porphyrische Hämophilie. 5 Punkte, okay. Was haben wir noch? Gates of Pitiless Just. Achso. Isolierte Schild. Also nur das hier haben wir jetzt. Also das macht nur Ausdauer entziehen im Moment. Ehemals Kriegshammer, cool. Folgen wir dem Weg. Ich habe jetzt eh keine Ahnung mehr, wo Michael ist. Die Goldküste. Vielleicht finden wir ihn ja irgendwann mal, wenn wir mehr Schnelligkeit haben. So, dass wir ihm auch wirklich folgen können. Der hat wahrscheinlich 100 Punkte Schnelligkeit. Dahinter. Fürst Draths Anwesen. Naja, der ist mir momentan egal. Wir gehen einfach weiter. Ah, wir sehen die Festung schon. Und da ist eine Brücke. Da sieht sehr gut. Nein, das ist keine Brücke. Ach so, das ist die Abtei, glaube ich. Hier sollen wir rein. Ah. Na, dann gehen wir doch rein.
Achso. Wir müssen erstmal aufschließen. Ich habe mir Zugang zu Fort Sutch verschafft. Ich muss jetzt Rodericks Arznei finden und sie gegen die Flasche mit vergifteter Arznei austauschen. Okay. Umsehen werden wir uns ein andermal, wenn wir dann hier sind. Das muss nicht zwingend jetzt sein. Die hat uns nicht gesehen. Wir sollten vielleicht mal speichern. Gehen wir da lang? Unmöglich. Kann nicht geknackt werden. Wo geht's dann weiter? Unmöglich. Silberdolch. Geht die genau dahin, wo ich hin wollte. Oha. Ich weiß einfach nicht. Hält die Arznei Roderick am Leben oder schiebt sie nur den Tod hinaus? Wie kann jemand mit einem solch hohen Fieber nur so lange überleben? Rodericks Fieber ist unter Kontrolle. Im Gegensatz zu eurer Zunge. Wie könnt ihr so etwas denken, nach allem, was er für uns getan hat, für euch? Habt ein wenig Vertrauen. Glaube? Wollt ihr mir etwa sagen, dass wir uns auf die Gnade der Göttlichen verlassen sollen, um Roderick am Leben zu erhalten? Sogar er würde euch dafür auslachen. Was also schlagt ihr vor? Was können wir sonst noch tun? Diese Arznei hält Roderick am Leben. Ansonsten können wir nur noch hoffen. Ich weiß, Nisha. Und ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber ich hasse es, nur abwarten zu können und ihn leiden zu sehen. Das tun wir alle, Freund. Fürchtet euch nicht. Mir wurde versichert, dass unser Roderick durch die Arznei wieder voll genesen wird. Aber es wird einige Zeit dauern. Dann lasst uns weniger auf den Glauben und mehr auf unsere eigene Stärke vertrauen. Ich werde den Arzneischrank persönlich bewachen. Für alle Fälle. Und ich werde weiterhin an Rodericks Seite wachen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unser Anführer wieder zu uns zurückkehrt. Ich fühle es in meinem Herzen. Er will ihn persönlich bewachen. Wie geht es euch? Ich frage mich, ob der jetzt hochgeht und das aufsperrt oder nicht. Vielleicht kommen wir von hier nach oben. Wir sollten das wieder zumachen. Nicht, dass dann einer merkt, hey, da ist die Tür offen oder so. Dort ist es. Waren wir denn schon dort? Nein. Noch nicht. Und die einzigen Wege sind hier entlang. Ich glaube, das ist der Arzneischrank. Ja. Gift. Die Flasche mit der vergifteten Arznei wurde in den Schrank gestellt und die echte Arznei entfernt. Bei der nächsten Behandlung wird Roderick sterben. Ich muss jetzt zur Zuflucht zurückkehren und mit Ocheva sprechen, um eine Belohnung zu erhalten. Mal sehen, ob wir hier besser rauskommen. Ach, das ist der Roderick. Ja, dann lassen wir mal einfach.
kommt er schon. Da kommen beide schon. Oh, vielleicht sehen wir, wie er stirbt. Grüße. Nein. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe gehört, dass die Nord von Skirin sich im Krieg mit den Redoran von Morrowind befinden. Ah, die Redoran. Da entlang müssen wir. Da oben ist der Roderick. Mal sehen, ob sie die Tür offen gelassen haben. Ja, sie haben sie einfach offen gelassen. Dann lassen wir sie auch offen. So, hier kommt jetzt dann irgendwann die andere. Da kommt sie schon. Perfekt. Hauen wir ab. So, irgendwo hier müssten wir wieder rauskommen. Ja. So, nach Chardinal zurück. Ab durch den Brunnen. So, damit haben wir unseren nächsten Bonus. Hallo. Ihr seid also unbemerkt in die Festung eingedrungen und habt die Medizin durch das Gift ersetzt, das ich euch gab. Ihr seid ein echter Meister der Schatten. Da gebe ich euch gern diese Belohnung und einen wohlverdienten Bonus. Geht jetzt. Ruht euch nun aus. Ich habe jederzeit einen neuen Auftrag für euch. Okay. Ich habe mit Ojeva gesprochen und meine Belohnung erhalten. Das war's, okay. Ich muss einen Auftrag von Ojeva annehmen. Na gut. Des Betrügers Pracht, Persönlichkeit und Wortgewandtheit um 15 Punkte erhöhen. Dann geht aber das nicht mehr. Na gut. Nun, seid ihr bereit, euch unter die totgeweihten Hausgäste zu mischen? Der Auftrag wartet auf euch. Ja, wir sind bereit. Gerüchte. Ich habe Gerüchte gehört. Im letzten Jahr sollen einige Mitglieder der Familie ermordet aufgefunden worden sein. Könnte sich unter den Meuchelmördern ein Meuchelmörder befinden? Eventuell. Seid ihr gern auf Festen? Ihr wurdet nämlich zu einem eingeladen. Natürlich sollt ihr alle anderen Gäste umbringen. Seid ihr bereit hinzugehen? Ja, ich bin bereit. Erzählt mir mehr. Hervorragend! Ihr müsst nach Skingrad zu einem Herrenhaus namens Gipfelnebelhof. Dort trefft ihr 5 weitere Gäste, die sterben sollen. Um euren Bonus zu erhalten, müsst ihr unbemerkt einen Gast nach dem anderen umbringen. Wird ein anderer Zeuge eurer Tat, ist euer Bonus verwirkt. Die Gäste glauben, im Haus sei eine Truhe voller Gold versteckt und haben sich im Haus einschließen lassen, bis einer von ihnen sie findet. Sie glauben, der Schlüssel zum Haus sei in der Truhe versteckt und erst, wenn sie ihre Gier befriedigt haben, dürfen sie das Haus verlassen. Die armen Narren! Es gibt natürlich keine Truhe mit Gold. Die Gäste finden auch keinen Schlüssel. Wenn ihr erscheint, schließt man die Türen hinter euch, so wie es jeder erwartet. Sind alle Gäste getötet, dürft ihr das Haus verlassen. Geht nun und sprecht mit dem Portier des Gipfelnebelhofs. Er erklärt euch den Rest. Viel Spaß!
Das hört sich tatsächlich nach Spaß an. Jeder der Gäste hat dem mysteriösen Gastgeber einmal Unrecht getan. Jetzt hat er uns aufgetragen, ihn zu rächen. Und das werden wir. So, ach nein, hier. Ich muss zum Gipfelnebel Herrenhaus in Skingrad gehen, die anderen Gäste kennenlernen und vorgeben, von einem geheimnisvollen, unbekannten Gastgeber eingeladen worden zu sein. Dann muss ich alle anderen Gäste umbringen. Ich sollte meine Mission mit einem Gespräch mit dem Portier direkt vor dem Herrenhaus beginnen. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten Liebe... Hier ist er nicht. Auf dem Weg ist er auch nicht gerade. Hier ist einer. Ihr schon wieder? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich brauche keinen Freund. Wenn ihr hier seid, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen, dann los. Bei Sittis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Mal sehen, wir tragen immer noch den Ebenholzkriegshammer mit uns herum. Glasbrusthanisch. Aber haben wir zwar eigentlich schon, möchte ich verkaufen, aber nein. Können wir ablegen. Reithose haben wir schon, die können wir verkaufen. Packt euren Kram und geht! Ja. Übel riechender Affe. Boah. Der Affe kann doch gar nichts dafür, dass er so übel riecht. Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort. Gerüchte. Der Graf von Skingrad ist nicht ganz der, der er zu sein scheint. Sagen wir einfach, nicht nur ich mag seine Abende. Auftrag. Bei diesem Auftrag liegt das Geheimnis des Erfolgs darin, dass ihr unter den Gästen nicht auffallt. Also tragt um Sittis Willen nicht euer Kopftuch. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Vergesst nicht, aus welchem vermeintlichen Grund die Gäste dort sind. Sie werden misstrauisch sein. Ihr müsst ein perfekter Mörder und Schauspieler sein. Redet mit jedem Gast und versucht, euch bei ihnen einzuschmeicheln. Denkt daran, wenn sie euch mögen, werden sie sich euch öffnen. Kleidet euch auch entsprechend. Das Schmuckstück namens Betrügers Pracht, das ihr jüngst erhalten habt, sollte euch hier gute Dienste leisten. Das heißt, wenn ihr es euch verdient habt. Ja, haben wir. Wandelt alle Zeit in Sittis Schatten, lieber Bruder. Immer doch. Du auch. So, wen haben wir jetzt hier noch? Ich habe mir schon geredet. Dich haben wir noch. Ja, liebster Bruder. Kann ich euch irgendwie helfen? Aber natürlich, liebste Schwester. Sagt es niemandem, aber eines Tages werde ich an Ochevas Stelle rücken. Habt Geduld und ihr werdet sehen. Lucien Lachance erkennt großes Talent sofort. Denkt daran, die anderen Gäste müssen sich wohlfühlen. Sie müssen euch mögen. Sie müssen euch vertrauen. Dann könnt ihr in ihrem Blut baden. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, ihr wisst schon. Ich mag die. Ich weiß, was ihr denkt. Gogron ist zu groß, um zu schleichen. Tja, da habt ihr recht. Ich marschiere einfach los und haue meine Gegner in Stücke. Ha! So, Auftrag. Wenn ihr wirklich plant, die Gäste einen nach dem anderen zu töten, dann vergewissert euch, dass ihr hart zuschlagt. Ihr wollt doch nicht, dass jemand losrennt und Hilfe holt, oder? Nein, eigentlich nicht. Gute Jagd, mein Bruder. Danke. Ihr seid wie ein düsteres Geschenk. Ja, danke. So, die Elfe ist schon wieder nicht da. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal nach Hause. Ein bisschen Zeug ablegen. Denn der Ebenholzkriegshammer, der ist so schwer.
Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt irgendwas archivistisch? Nein, haben wir nicht. Ja, dann könnten wir eigentlich direkt nach Roma gleich reisen. Hm. So, legen wir mal ab. Erstmal die Waffe. Der Ebenholz-Kriegshammer, haben wir den schon? Nein, den hatten wir noch nicht. Oh, geil. Wir haben Streitkolben, Streitaxt, Kriegshammer und Kriegsaxt. Geil. Das finde ich toll. Langsam haben wir so ziemlich alle Ebenholzwaffen. Die Klinge des Erde können wir immer noch nicht ablegen. Gut, dann Rüstung. Haben wir was zum Ablegen? Glasbrustharnisch und Stiefel. Haben wir beides schon, wird verkauft. Halskette der Schwerter. Haben wir eigentlich auch schon. Ja, wird verkauft. Dann, ah, da ist unser Brustharnisch wieder. Das war's. Hier haben wir sonst nichts. Und hier dann auch nicht, glaube ich. Oder haben wir den Schlüssel zum Ablegen? Schlüssel für Lorgmirs Haus. Ja, der kann weg. Und Schlüssel, Quelle des Heiligtums. Naja. Der kann auch... Moment mal. Der hier ist, glaube ich, für den Brunnen. Den würde ich lassen. Von der Zuflucht. Aber der hier kann weg. Und der hier kann weg. Und das Gift haben wir auch noch, das kann auch weg. Das würde ich hier hin tun. Zack. Gut. Dann gehen wir jetzt noch schnell weg. Ah, dafür müssten wir erstmal schlafen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir auch schon den Vampirismus. So, jetzt haben wir es 21 Uhr. Dann schlafen wir 11 Stunden. Ihr träumt von jemandem, der friedlich in seinem Bett schläft, als ein hagerer Schatten lautlos ins Zimmer gleitet. Er nähert sich dem Bett, beugt sich über den Schlafenden und versenkt seine Reißzähne in dessen Hals. Nach einer Weile erhebt sich die blasse Figur, das Kinn tropfend vom Blut. Als die Farbe in das Gesicht des Vampirs zurückkehrt und seine Züge sich wieder herausbilden, erkennt ihr euer eigenes Gesicht. Schreiend wacht ihr auf. Wir sind jetzt ein Vampir. Es ist 10.15 Uhr, Mist. Okay. Ein Vampir. So, wir haben jetzt, was alles? Anfällig gegen Feuer, 20 Punkte. Au. Vampirismus, 25 Punkte. Okay. Was haben wir noch? Vampir-Tribut, 5 Punkte Stärke, ja. 5 Punkte Willenskraft, auch schön. 5 Punkte Schnelligkeit, geil. 5 Punkte Schleichen, auch geil. 5 Punkte in Illusion. Oh, cool. Moment mal, 5 Punkte in Illusion. Welche Fertigkeit haben wir dann da jetzt? Halt hier. 30. Cool. Moment mal, wir hatten schon 25. Offenbar. Cool. Moment mal, dann können wir doch den einen Illusionszauber jetzt nehmen, oder? Jägerauge. Information und Leben entdecken. Ich glaube, das kann man immer wieder benutzen. Oh, einmal kleine Macht. Immer wieder oder einmal am Tag? Benutzen wir es mal. Immer wieder. Okay. Und das für 30 Sekunden jeweils. Das ist besser als Baltams Einsicht, oder? Für 5 Sekunden 150 Fuß? Nein, ist sogar besser von der Reichweite her. Aber cool. Damit bräuchten wir auch den Ring nicht mehr. Kerzenschein, Illusion 50 Punkte. Naja. Also nicht ganz. gut. Dann... Illusion, Schütze. Akrobatik 5 Punkte. Mystik 5 Punkte. Nahkampf 5 Punkte.
Zerstörung 5 Punkte, geil. Athletik? Herkömmliche Waffen widerstehen. Vampirismus, geil. Herkömmliche Waffen machen uns jetzt 5 Punkte weniger Schaden. Oder 5%, keine Ahnung. Krankheit widerstehen, wir sind jetzt immun gegen Krankheiten. Auch geil. Und immun gegen Lähmung, geil. Magie widerstehen? Ah nein, das ist nicht Vampirismus. Geringere Macht. Achso, das ist ja. Das haben wir gerade gezaubert. Okay. Geil, 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 geil. Ich freue mich. So, also der Ring kann jetzt weg. Der hier, den brauchen wir nicht mehr. Dann würde ich auch gleich mal das so machen. Wie kriege ich das Band ab? Schwarzes Band. Wie kriege ich das ab? Dieses Band hier. Ich mach mal die Eisenpfeile weg. Schattenjagd weg. Okay, habe ich das immer? Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe es offenbar immer. Wie weit sind wir mit Schmieden? Ah, bald. So, ich würde jetzt... Eisenpfeile hatten wir ausgerüstet. Ich würde jetzt mit Leidensdorn weitermachen wollen. So... Genau, so, das reicht jetzt erst. Ach, Mann, mal, halt. Ach, den wollte ich verkaufen, genau. Gehen wir verkaufen. Ach nein, es ist immer noch Nacht, oder? Es ist immer noch Nacht. Mist, wir müssen wieder schlafen. 10 Stunden reichen jetzt. Aber hey, wir sind jetzt endlich ein Vampir. So. Wow! Ich hab nicht mal E gedrückt. Ich hatte nicht mal den Finger drauf. Fjotreit, wenn ihr eine Rüstung oder Waffen benötigt, egal ob neu oder gebraucht, kommt zu Hammer und Axt. Ja, danke. So, Sicherlich. Er mag uns Lasst mich mal sehen. Reparieren. Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch... Das kann ich nicht machen. Schade. Ich kann nicht... Schade. So, Glaspostanisch sind 800. Da würde ich zu dem anderen gehen. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Das tun wir auch. Wir haben sowieso dann noch die Halskette, die würde ich auch bei der anderen verkaufen. Auch wenn die uns... Die ist 15.000 wert, wahrscheinlich würde sie uns 2.000-3.000 geben, aber... Naja, dann ist es halt beim maximalen... Einen wunderschönen guten Tag. Danke, den wünsche ich dir auch. Bitte? Los schon. Kann ich euch etwas von... So. Für 1.000, ja. Den Preis kann ich... Oh, schade. Gut. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Na, das weiß ich zu schätzen. Schönen Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Gerüchte. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Wir sind männlich, aber kann ja. Ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ihr glaubt doch nicht. Daran habt ihr viel Gold verdient. Gut so. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Das freut mich. Auf Wiedersehen. So, wir wiegen jetzt 277. Gut, wir haben ein bisschen extra dabei, aber egal. So, wir haben keine Schuhe gerade an.
Wir sollten vielleicht die Pfeile auch ablegen und den Schild für die, während der Mission. Und wir sollten vielleicht irgendwelche Schuhe anziehen. Mal sehen, was für Schuhe wir haben. Hallo. Hallo. Mal sehen. Schuhe. Dicke Rindslederschuhe. Ah, nein, haben wir vielleicht irgendwas Besseres? Irgendwas Tolleres? Gehobeneres? Grobe Lederstiefel. Grüne Samtschuhe. Zieh mir die an. Ja. So, Skin gerade war das, oder? Ja. Super. Bitte nur eine einzige. Endlich ist der letzte Gast eingetroffen. Ich werde euch sagen, was ich auch allen anderen gesagt habe. Ihr geht rein und ich verriegle die Tür. Ihr kommt erst wieder raus, wenn alles vorüber ist. Jetzt werde ich euch etwas sagen, was ich nicht jedem gesagt habe. Wir haben dieselbe Mutter, ihr und ich. Und sie möchte, dass ihr das hier bekommt. Das ist der Schlüssel zum Haus. Ich schätze, jemand anderes hat euch bereits die übrigen Einzelheiten erklärt. Ihr tötet alle Gäste und verschwindet dann. Verstanden? Nun, dann geht ihr wohl am besten gleich rein. Zeit, sich unter die Leute zu mischen. Ja. Danke. Lasst euch Zeit. Quest aktualisiert, wer war's? Ich glaube, Bernadette Penelés ist eine nette Frau. Sie arbeitet unermüdlich drüben in Tamikas Winzerei. Ja. Hallo? So, was hat er uns gesagt? Ich habe mit Fafnir, dem Portier, gesprochen, der ein Mitglied der Dunklen Bruderschaft zu sein scheint. Er hat mir den Schlüssel zum Gipfelnebel-Herrenhaus gegeben, den ich nur nach dem Tode aller Gäste einsetzen darf. Ich sollte jetzt hineingehen und die anderen Gäste kennenlernen. Los, macht schon! Mischt euch unter die Leute! Redet mit diesen netten Leuten und stoßt ihnen dann euer Messer in den Rücken, sobald sie nicht aufpassen. Ja! Der sechste Gast ist endlich da! Wurde ja auch langsam Zeit. Wisst ihr, wie lange wir schon warten? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Wer uns eingeladen hat, muss uns zumindest alle kennen, meint ihr nicht? Wie dem auch sei, da wir hier zusammen festsitzen, sollten wir uns miteinander bekannt machen. Wir haben uns untereinander schon vorgestellt. Ich heiße Mathilde Petit. Die anderen sind Nels der Freche, Neville, Dovesi Dran und Primo Antonius. Und wer seid ihr wohl? Erzählt uns doch ein wenig über euch. Ich bin ein Meuchelmörder, angehört euch zu irgendwas. Mein Baby ist krank und wir sind so arm. Ja. Oh, das tut mir leid. Nun, das macht es schwierig für mich. Ich will das Gold genauso sehr wie alle anderen, aber ihr habt es viel nötiger als ich. So. Ich bin ganz Ohr. Mag sie nicht, mag sie nicht, mag sie, die beiden mag sie. Der wohl kaum. Oh, wohl kaum. Der wohl kaum. Ich mag euch oh, auch. Mist. Dass ich nicht lache. Habe ich mich ein bisschen vertan. Wohl kaum. Wohl kaum. Wohl. Wo habt ihr den her? Das ist gut. In ja. Ordnung, ich verstehe. Erstmal zu sie selbst. Mathilde Petit. So ist es. Es ist ein bretonischer Name. Ich muss euch wissen lassen, dass die Petits eine der ältesten und respektiertesten Adelsfamilien von Highrock sind. Hochfels, okay. Du willst sie dran. Ich halte sie für ein kleines Flittchen. Wie sie dem jungen Primo Antonius schöne Augen macht. Sie wittert wohl sein Geld. Nels der Freche. Oh, der Mann ekelt mich an. Ich finde seine ganze Art abstoßend. Naja, gerade bevor ihr ankamt, hat er mir einen wirklich geschmacklosen Witz über eine argonische Magd erzählt. Ich glaube, den Witz kenne ich. Neville. Tja, wenn ich ganz ehrlich zu euch sein soll, ich finde Neville ziemlich attraktiv. Rotwardoner sind so exotisch, findet ihr nicht? Naja,
Primo Antonius. Es ist offensichtlich, dass der junge Primo aus einer wohlhabenden Familie stammt. Eine Truhe Gold wäre für ihn einfach Kleingeld zum Ausgeben. Tja. Ich habe da so eine Idee, wo die Truhe ist. Ich weiß nicht so recht, wohin ich blicken soll. Das Gold gehört so gut wie mir. Ich möchte nichts zerstören, aber die Truhe mit dem Gold könnte überall versteckt sein. Ja, könnte sie. Ich bin am Gipfelnebelherrenhaus angekommen. Ich muss jetzt die unglücklichen Gäste umbringen. Mathilde, Dovesi Primo, Neville und Nels. Wenn ich jeden Gast ohne Zeugen töten kann, bekomme ich meine Belohnung plus einen sehr wertvollen Bonus. Wenn ich entdeckt werde, gilt der Auftrag zwar als ausgeführt, aber der Bonus ist verwirkt. Was meint ihr, Nord? So, wir sehen uns einfach mal um. Findet, wofür werdet ihr es ausgeben? Wartet, lasst mich raten. Für ein billiges Flittchen und eine schöne neue Streitaxt, habe ich recht? Ich werde eine Schenke aufmachen. Nicht Stahldolch. Ich glaube, einen Stahldolch haben wir noch gar nicht. Geschichte des Kaiserreich 1 nehmen wir auch einfach mal mit. Oh, gegürtete Unterhose. Die weiß ich auch nicht, ob wir sie schon haben. Leitfaden fürs Gingrad, den könnten wir schon haben. Bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Keller. Der Wahnsinn des Pelagius. Ob wir den schon haben? Ich glaube nicht. Oder zumindest haben wir ihn noch nicht gelesen. Spielarten der Daedra haben wir, glaube ich, schon gelesen. Da kennen wir so ziemlich alles. Der wahre Barentia. Ich glaube, da haben wir schon über Oblivion. Die Biografie Barentias. Die nehmen wir mal mit. 2, 1, 4, 3. Ihr werdet dem Andenken unseres geliebten Kaisers. Geschichte des Kaiserreichs. Überall der erste Teil. Blast euch nur nicht so auf. Oh, Argonischer Bericht 4. Ihr habt in diesem Haus und auch sonst wo nichts. Zu melden. Ihr seid noch nicht einmal okay. Mehr in der Legion. Im Herzen diene ich immer noch dem Kaiserreich. Und solche Worte werde ich nicht dulden. Mit euch bin ich sowieso fern. Oh, blaue Sammel. Die nehmen wir einfach mal mit. Hallo. Hallo alle miteinander. Ich heiße Nils. Manche nennen mich den Frechen. Doch denen dürft ihr nicht glauben. Okay. Erzählt weiter. Stoppen mal. Mag er nicht. Die beiden mag er. Eine. Verzeiht. Bitte nicht. Das ist weder. Hört auf, ihr macht mir Angst. Verzeiht. Was für. War bemerkenswert. Verzeiht. Ich verstehe nicht. Schade. Du bist nächste Freche. Ach, lasst euch durch den Namen nicht irreführen. Vor einigen Jahren hatte ich einmal ein bisschen zu viel Met getrunken und da kam dann diese Schankdirne an. Wie auch immer, nennt mich einfach Nils. Dovesi Dran. Lasst mich euch etwas anvertrauen. Dovesi ist das Ebenbild meiner eigenen Tochter. Ihre Haut ist natürlich dunkler, aber dieses süße Gesicht... Meine Tochter wurde getötet, wisst ihr? Vor einigen Jahren, von Banditen. Es tut mir leid, vergebt bitte dem schweren Herzen eines Vaters. Wir sind sadistisch, wir werden erst sie töten, dann ihn. Mathilde Petit. Hey, ihr hättet sehen sollen, wie die alte Schachtel versucht hat, mit dem jungen Primo Antonius zu reden. Sie mag zwar adlig sein... Aber er hat auf sie herabgesehen, als wäre sie eine Küchenmagd. Neville. Ich will euch etwas anvertrauen. Ich verabscheue Neville und alle seine Spießgesellen von der Kaiserlichen Legion. Das sind unnütze, menschenverachtende Werkzeuge der Korruption. Vor 3 Jahren wurde mein Dorf in Skirim von Räubern überfallen. Wir wollten vom nahegelegenen Außenposten der Kaiserlichen Legion Hilfe holen. Doch sie weigerten sich, uns zu helfen. An jenem Tag wurde meine liebe, süße Tochter Olga getötet. Sie wurde ermordet. Und die Legion hat nichts unternommen, um ihr zu helfen. Neville und alle Leute seines Schlages sind Abschaum. Gut, Primo Antonius. Primo ist jung und reich.
Ich kann irgendwo unter dieser Schale einen guten, anständigen Menschen sehen. Er muss lediglich dahinter kommen, worauf es wirklich ankommt. Ah ja. Ich habe da so eine... Ach ja, der sechste Gast. Ich heiße Neville. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir werden Neville vor Mathilde töten. Ja? Mag er nicht, mag er nicht, mag er. Die beiden mag er. Wo habt ihr den her? Was? Eine... Ach. Wirklich? Interessant. Findest du? Oh, erzähl... Wir- oh, bitte. Versucht... Ich... Oh, bitte. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Wo habt ihr den her? Das ist gut. Wortgewandt hat sich verbessert. Sehr schön. Gut. Weder jetzt noch in der Zukunft. Der ist klasse. Wie geht er nochmal? Bis 90. Cool. Nibble. Ich bin ein Rotwadoner, obwohl ich noch nie in Hammerfell gewesen bin. Ich bin hier in Cyrodiil zur Welt gekommen. Meine Familie hat 3 Generationen lang der Legion treu gedient. Dovesi Dran. Dovesi ist eine dunkle Elfin. Sie nennen sich selbst Dunmer. Als junger Mann war ich einige Zeit in ihrer Heimat Morrowind in der Mondfalterfestung stationiert. Ah. Ich habe großen Respekt vor dem Volk der Dunmer. Sie sind stark und edelmütig und wissen, wie wichtig Gesetz und Disziplin sind. Leider scheint mich Dovesi nicht besonders zu mögen. Doch ich mache ihr daraus keinen Vorwurf. Die Jungen unter ihnen haben mit Autoritätspersonen oft so ihre Probleme. Wir waren ja auch schon in der Mondfahrtfestung in Morrowind. Mathilde Petit. Wenn ich ehrlich sein soll, tut mir die alte Frau ein wenig leid. Sie stammt sicher aus einer adligen Familie, scheint aber in größere Not geraten zu sein, als sie verdient. Nils der Freche. Wisst ihr, was ich denke? Ich denke, dieser Barbar würde alles tun, um die Truhe voller Gold in die Hände zu bekommen. Alle Angehörigen seines Volkes sind habgierig und hundsgemein. Vertraut mir, ich weiß es genau. Ich war für einige Jahre in der Frostfalterfestung auf der Insel Solstheim stationiert. Diese Nords sind nur ein Haufen Wilde, die Tiere anbeten. Sie sind alle gleich, bis zum Rand voller Met und dem Drang, sich zu beweisen. Wir haben dort oben viele gute Männer verloren. Viele gute Männer. Okay, waren wir auch auf Solstheim. Primo Antonius. Ich muss zugeben, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wieso Primo eigentlich hier ist. Der Junge hat mehr Geld als wir anderen alle zusammen. Er hat garantiert keine Truhe voller Gold nötig. Vielleicht ist er ja unglaublich habgierig, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass Primo sich dermaßen langweilt, dass er einfach nichts Besseres zu tun hat. Okay. Oh ja, vielleicht sprechen wir uns noch. Ja, vielleicht. Nun, da ist er ja. Da seid ihr ja endlich. Es wird allmählich Zeit. Personen meines Standes sind es nicht gewohnt zu warten. Ja. Ja? Mag er nicht, mag er, mag er nicht. Die beiden mag er nicht, die beiden mag er. Bleib, bitte, ihr macht mir keine Angst. Ihr sollt... Oh, bitte. Das ist nichts als leere Worte. Bitte, ihr sollt... Wirklich? Interessant. Wirklich, ja. Ihr solltet euch was schämen. Oh. Primo Antonius. Es ist ein königlicher Name von einer ziemlich königlichen Familie. Tatsächlich hat mein Vater mehr Besitz als die ostkaiserliche Händlergilde. Oh, das ist krass. Nibble. Ich weiß, dass er ein ehemaliger Offizier der kaiserlichen Legion ist. Anscheinend hat er an Feldzügen im ganzen Kaiserreich teilgenommen. Von Himmelsrand bis Morrowind. Ich habe auch das Gefühl, dass er sehr darauf erpicht ist, das Gold zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für seine Dienste für das Kaiserreich eine sehr hohe Rente bekommt. Nils der Freche. Nils ist ein Trinker. Er versucht ja nicht mal, das zu verbergen. Aber was ist er noch? Wenn der Alkohol verdampft ist, was bleibt dann von dem Mann übrig? Ich glaube, Nels trinkt, um zu vergessen. Vielleicht irgendeine Tragödie in seinem Leben. Er spielt den Clown, aber ich kann in seinem Inneren eine tiefe Traurigkeit spüren. Er ist intelligent.
Mathilde Petit. Anscheinend bildet sich die arme alte Frau ein, sie stamme aus einer wohlhabenden Familie. Tatsächlich habe ich Diener, die eher von Adel sind als sie. Krass. Dovesi Dran. Darf ich ehrlich sein? Ich finde Dovesi faszinierend. Ihre Schönheit sucht ihresgleichen. Könntet ihr mir wohl einen Gefallen tun? Legt bitte ein gutes Wort für mich ein, wenn ihr mit ihr redet. Ich stünde auf ewig in eurer Schuld. Okay. Also gut, dann fange ich wohl besser an zu suchen. Dieses Gold findet sich nicht von allein. Nein, tut es nicht. Nun. Dovesi Dran. Hallo, ich bin Dovesi. Schön, euch kennenzulernen. Jetzt, wo ihr da seid, können wir endlich mit vollem Einsatz nach der Goldtruhe suchen. Ich meine, wir haben uns vor eurer Ankunft natürlich alles schon ein wenig umgeschaut. Aber jetzt, wo alle da sind, kann die Suche richtig losgehen. So. In Ordnung. Mag sie nicht. Die beiden mag sie nicht. Wo ich... Das ist ein schönes Kompliment. Wohl, diese Runde geht an euch. Ich kämpfe nicht. Wohl kaum. Bitte wohl, gutes Argument. Da wohl, ihr seid abscheulich. Sagte sie mit einem Lächeln. Du willst sie daran. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich komme eigentlich aus Morrowind, aber meine Familie zog vor einigen Jahren nach Valenwald. Mathilde Petit. Ganz ehrlich? Ich glaube, sie mag mich nicht. Und zwar, weil ich vom Volk der Dunmer bin. Ich habe sie mit Neville über mich reden hören und es war nicht nett. Nils der Freche. Gelegentlich sieht er mich an und lächelt. Ich glaube, er mag mich. Wenn Nels das Gold findet, freut er sich vielleicht über etwas Gesellschaft. Neville. Er ist Soldat im Ruhestand, aber kein einfacher Soldat. Er war ein Offizier der Kaiserlichen Legion. Ich hasse die Legion und alles, wofür sie steht. Als diese Soldaten nach Morrowind kamen, haben sie mein Volk geknechtet und unser Land gestohlen. Neville gehört vielleicht nicht mehr zur Legion, aber wer weiß, was er für Verbrechen begangen hat. Primo Antonius. Es ist klar, dass Primo aus einer reichen Familie stammt. Ich fürchte, für ein Mädchen wie mich interessiert er sich nicht. Ihr habt recht, er ist zu gut für euch, nichts sagen? Stimmt nicht. Sagte mir, er möge euch. Er? Wirklich? Oh mein Gott, was soll ich tun? Sollte ich mit ihm reden oder sollte ich mich zieren oder sollte ich... Ihr wisst schon, oder wäre das so direkt? Geht auf sein Zimmer, wartet dort auf ihn, macht mit dem weiter, was ihr gerade tut. Geht auf sein Zimmer. Glaubt ihr? Das ist zwar ziemlich direkt, aber mir gefällt es. Also gut, ich werde oben in seinem Zimmer auf ihn warten. Danke, vielen Dank. Sie wird unser erstes Opfer. Oh ja, vielleicht sprechen wir uns noch. Aber jetzt sehen wir uns erstmal weiter um. Da sie oben wartet, gehen wir jetzt erstmal in den Keller. Oh, ich mag das. Eine eiserne Streitaxt. Ich glaube, die haben wir noch nicht. 465 Kilo können wir tragen. Geil. Vampir zu sein. Stahldoch haben wir schon. Bringt es halt doch etwas. Doch so richtig. Irgendwie. Fünfmal Weizenkorn. Oh, da ist nichts drin. Fünfmal Mehl. Ach, Käsestücke. Geil. So, dann gibt es hier natürlich noch Knoblauch. Da waren die Käsestücke drin. Genau, hier gibt es noch Mehl. Diverse Lebensmittel. Eiserne Kriegsaxt. Streitaxt ist das. Dann nehmen wir die Kriegsaxt auch noch mit.